Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler sitzen wir hier wieder rund um den Spieletisch. Und das tun nämlich der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela. Ja, und die fuchtelt hier wieder in der Gegend rum, um zu demonstrieren für die Leute, die die Videoaufnahme gerade gucken, von diesem eigentlichen Audio-Podcast, dass wir wieder uns hier, sagen wir mal so, mit Süßkram vollstopfen. Ja, sie aber ist noch unangebrochen, die Chips-Tüte. Nein, was ist das? Kekstüte. Aber wir haben vor allem, das ist natürlich richtig nobel, echte Mozartkugeln, oder? Ja, aus Österreich. Salzburger Mozartkugeln haben wir hier am Tisch. Da bin ich auch ziemlich begeistert von. Ja, also es war mein Nachbar losgeschickt, dass der uns original holt, frisch aus dem Allgäu. Ja, so, von Mirabelle. Mozart ist jetzt nochmal geboren. Wann ist er geboren? Ja. Sind wir hier bei, wie heißt 1753. Nein. Triple Pursuit oder bei... Wann wurde er geboren? Habe ich vorhin schon gesagt. Ja, 1700, irgendwie in den 50. 56, genau. Ah. Ja. Frauen können ja nicht zuhören. Hm. Was? Aber Herr Mozart ist ja schon tot, deswegen sind jetzt seine Gebeine ja schon ein wenig abgefräst, beziehungsweise er ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein Totenkopf. Und so kommen wir zum Spiel, was wir heute besprechen, nämlich Skulls and Roses. Das ist eine Überleitung. Ja, perfekt, würde ich mal sagen. Hätte ich jetzt gesagt, ja. Okay. Skulls and Roses, man sieht auch schon auf der Packung, da ist zum Beispiel so ein Totenkopf drauf. Ist auch das Rockerspiel, glaube ich, steht das nicht? Bikers Game. Das Bikers Game, genau. Wer sich jetzt gleich abgeschreckt fühlt, sollte es nicht zu sehr sein. Es ist immerhin auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2011 gewesen. Kann also nicht ganz so schlecht sein. Und das kann ich vielleicht vorwegnehmen, es ist auch nicht schlecht. Oder? Wir fangen heute mal mit der Wertung an und erzählen dann erst, worum das Spiel geht. Heute andersrum. Mhm. Also wie man sieht, kann man das Spiel auf jeden Fall auch anders verwenden. Genau, das sieht man schon mal. Also wir können erstmal Spielmaterial mal erzählen. Es ist nämlich mehr oder weniger Bierdeckel. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man das Spiel nicht mag, kann man das auch als Untersetzer benutzen. Genau. Dann sind die aber ein bisschen teuer, oder? Würde ich auch sagen. Preis kommt man nachher noch. Also Bierdeckel auf der einen Seite sind ja verschiedene, es gibt glaube ich 6 verschiedene Arten von Karten. Für jeden Teilnehmer gibt es einen Kartensatz. Da haben wir die Eagles, die Bulls, die Werewolves, die, was sind das? Panthers und Himself, was auch immer das heißen mag. Ich weiß, was es heißt, aber warum das so ist. Und die Snakes. Und jede dieser Kartensets besteht aus 4 Karten, also Bierdeckeln, von denen 3 Rückseiten Rosen zeigen und eine Rückseite zeigt den Totenkopf. Kann man das bei warmem Wetter auch als Fächer benutzen? Genau, das sieht man aber bei dir, glaube ich. Doch, man sieht es tatsächlich im Video sogar auch. Ja, ganz begeistert gucken alle jetzt aufs Videobild, was wir hier mitsehen können. Aber wir reden noch mal über das Spiel. Ihr macht hier alle die Magen Gilzer. Ne? So, oh, mal zeigen. Das hilft hier, reicht hier so wenig, ne? Über die entsprechenden Karten und so. Was macht man denn damit? Warum sollten wir diese Bierdeckel vor uns liegen haben? Ja, weil wir damit spielen, weil das ganze Spielmaterial ist. Also jeder hat im Prinzip noch so ein Plättchen, was auch aus 2 Seiten besteht. Nämlich einmal aus einer blumigen Seite und einmal aus einer Totenkopfseite. Skulls and Roses. Richtig, und man legt diese Totenkopfseite vor sich ab, hat dann praktisch diese 4 Handkarten oder Bierdeckel auf der Hand. Und das ist das ganze Spiel, also das ganze Spielmaterial. Und damit spielt man dann. Und dann muss man sich halt entscheiden, verdeckt, welche der 4 Karten man als erstes auf dieses Tablett legt. Mhm. Man hat nämlich dann auf der Rückseite 3 Blumen und einen Totenkopf. Und man entscheidet sich dann für eine Karte und legt das verdeckt ab. So, wenn das alle getan haben, dann entscheidet sich der in der ersten Runde Startspieler ist, ob er noch eine weitere Karte auslegen möchte oder ob er schon anfängt, wie heißt das? Die Herausforderung zu machen. Damit genau. Wettet er nämlich darauf, wie viele Bierdeckel er aufdecken kann, bevor ein Totenkopf hier erscheint. Das heißt, typischerweise würde man natürlich maximal so viele sagen, wie Bierdeckel da liegen, wenn ich vermute, dass gar kein Totenkopf da ist. Wenn ich ganz konservativ rangehe, fange ich mit 1 an, dann sollte zumindest bei mir selber keiner liegen. Ich muss nämlich immer mit meinem eigenen Kartenstapel anfangen. Das ist so eine kleine Klippe, an die man denken sollte. Das heißt, wenn da schon Totenkopf liegt, dann kann man relativ sicher sein, wenn man derjenige ist, der dann auch tatsächlich die Herausforderung angeht, dass man diese Runde nicht gewinnt. Man kann aber auch einfach taktisch vorgehen und sagen, okay, ich sage einfach mal eine Zahl, in der großen Vermutung, irgendeiner wird schon überbieten. Der geht dann davon aus, ich hätte ja gar keinen Totenkopf da, nimmt meine Karte und hat dadurch verloren.
weil es ein Totenkopf wäre. Ich kann also auch einfach blöffen. So ist das Spiel. Ja. Richtig, ja. Das ist das ganze Spiel. Und wenn man verloren hätte, dann würde man eine von seinen vier Bierdeckeln verlieren. Wenn man, also und zwar zufällig, wenn man Pech hat, ist es dann eben der Totenkopf, der einen weggezogen wird. Und wenn man gewinnt, dann wird dieser große Deckel umgedreht auf die Roses-Seite. Und das zeigt, dass ich einen Punkt habe und ich habe gewonnen, wenn ich zwei habe. So schnell kann es gehen. Also wenn man Pech oder Glück hat, je nachdem, kann das Spiel nach wenigen Minuten schon vorbei sein. Richtig. Das erste Spiel dauerte, glaube ich, bei uns richtig kurz. Mhm. Und, aber dann haben wir auch mal eine Dreiviertelstunde lang dran gespielt. Aber wir haben, genau, also schon mal Partien gehabt, wo das richtig lang gedauert hat, wo man eher dadurch ausgeschieden ist, dass man seine Bierdeckel nicht mehr hatte. Weil wenn man alle vier verloren hat, dann ist man auch raus. War das mit größeren Runden oder auch das waren viert? Fünf, glaube ich, die wir da mal gespielt haben. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie konservativ oder aggressiv man spielt. Und im Zweifel gewinnt immer das Blümchen. Ja, aber nicht immer. Aber oft. Ich hab's schon. Heute nicht. Echt? Ich habe es heute einmal gewonnen. Ja, aber das zweite Mal nicht. Nee, eben. Ja. Also, ich glaube, jedes Mal gewinne ich einmal von den Runden, die wir gespielt haben. Mag sein. Also auf jeden Fall ein sehr einfaches Spiel, bei dem man sich auf keinen Fall eben von diesem Styling vielleicht abschrecken sollte. Das kann vielleicht dem einen oder anderen etwas seltsam vorkommen, mit so einem Totenkopf zu spielen. Und auch der Rest des Stylings ist ja eher so, ja, eben Biker. Vielleicht nicht jeder, der normalerweise Brettspieler ist, kommt damit dann gleich. Na gut, Brettspiel kann man dazu ja auch nicht sagen. Dafür kann man eigentlich eher, ich sag mal, Gesellschaftsspiel sagen. Ja. Oder was auch im Internet stand, Trinkerspiel. Man kann theoretisch natürlich auch sagen, ja, jeder muss dann. Geht das wieder los? Wenn ich verliere und eine Karte verliere, dann muss ich vielleicht noch einen heben, einen Saft trinken. Wir können ja mal sagen, wir sind jetzt ein bisschen großmütterlich geworden. Wir treffen uns nicht mehr abends, treffen uns nachmittags zum Kaffee. Ja, das ist auch mal ganz was Ungewöhnliches. Draußen ist noch hell. Genau. Ja, man sieht den, wir haben auch schon Kuchen gegessen. Wir üben schon mal, wie wir hier in 40 Jahren zusammensitzen. Ja. Wollen wir langsam zur Wertung kommen? Wer möchte anfangen? Der Christian. Ich glaub, vor der Wertung solltest du kurz den Preis mal sagen. Ja, meinst du, das könnte das Ganze nochmal entsprechend... Das könnte einen Einfluss haben auf die Wertung. Also wir haben es als Rezensionsexemplar bekommen über Asmodee. Dafür schon mal vielen Dank. Der Verlag, in dem es erschienen ist, das ist Tui M-E-M-E. Mebe? Ich kann kein Französisch. Parlez-vous français? Was war das jetzt? 16 Euro? Ja, genau. Wenn wir zum Preis kommen werden, 16 Euro ist zumindest bei Amazon zurzeit der Preis. Das ist natürlich für Papierdeckel, wenn auch nett bedruckt und relativ massiv und noch diese Grundplatten schon relativ viel Geld. Massiv, also ein Bierdeckel ist genauso massiv. Und dazu kommt allerdings, also man kann es zu 6 spielen, frühestens mit 3. 3 ist aber schon grenzwertig, ob das wirklich richtig viel Spaß macht. 4, 5, 6, da klappt es wunderbar. Und wenn man will, kann man theoretisch auch noch größere Gruppen spielen. Das sagt auch die Anleitung, dass man einfach noch ein zweites Spiel dazu kauft, dann kannst du dann bis zu 12 spielen. Weil eigentlich spielen ja alle mehr oder weniger parallel. Und es wird dann ja nur gewettet, wie hoch ich gehe. Das kann also durchaus sein, dass man da ohne langes Grübeln schnell immer wieder drankommt, dass man auch mit mehr Leuten spielt. Aber dann muss man auch schon 2 davon kaufen. Okay, ich fange diesmal an. Okay, das Blümchen fängt an. Also, können wir das wirklich sehr gut nachspielen mit Bierdeckel, ne? Ja. Nein. Du musst ja nur auf der Rückseite den Totenkopf draufmalen. Genau, das war genau mein Vorschlag. Ein paar Holzenbierdeckel, ein paar Warsteine. Ja, aber nicht nachmachen. Auch diese Verlage müssen irgendwie... Selbstverständlich, reden. Aber... Ja. Und insbesondere Herr H.W. Mali, der das Ganze entwickelt hat, hat natürlich auch darin Zeit und... Wahrscheinlich auch die ein oder andere alkoholische Getränke mit eingebaut. Mal stopp, du wollen wir hier nichts unterstellen. Stimmt, vielleicht nur Wasser. Genau. Das Blümchen war ja einfach. Genau. Ich wollte dem Spiel einen Empfehlenswert geben, aber nur unter dem Aspekt... Wollte? Tust du es auch? Oh, mir hat's gefehlt. Ja, auch und ich wollte einfach wir mal... Wir passen nachher auch, wenn sie ihre Vorschläge macht. Sie dass stehen, wir das dann auch sagen. Sie stehen im Stall. Also, ein Empfehlenswert mit einer Abschwächung, und zwar der Preis. Also der Preis ist sicherlich hier das größte K.O.-Kriterium, weil ich es schade finde, dass es, die Spielidee ist exzellent. Sie ist, weil es einfach ein kurzes Spiel ist, dass man einfach immer wieder gerne rausholt. Wir haben es jetzt in der kurzen Zeit, wo wir es haben, sehr oft gespielt in verschiedenen Gruppen. Es wurde auch schon gleich weiter empfohlen und auch in anderen Gruppen schon gespielt. Wie gesagt, das Einzige, was ein ganz großer Haken ist, und dann würde ich dementsprechend keinen Empfehlenswert geben dafür, aber wenn man den mal außer Acht lässt, ist es halt einfach ein hoher Wiederspielfaktor. Man muss in einer Runde spielen, wo die Leute bluffen wollen, wo die Leute bluffen mögen. Das Einzige, was schade sein kann... Gib ein paar Leuten ein paar Bierdeckel. Sie fangen sofort an, die Dinge auf irgendwelche Kanten zu legen und dann zu versuchen, sie die wieder hochzuschnippen und zu fangen. Lass dich nicht ablenken, das ist hier eine besondere Herausforderung. Ah.
Das Einzige, was natürlich ein schlechter dieses Spiel ist, wenn man eine größere Runde spielt und es will jemand sehr früh raus und der hat keinen Spaß dabei zuzugucken, obwohl ich es trotzdem noch immer sehr interessant finde, das könnte ein Negativfaktor sein und vielleicht, wenn man nicht die richtige Gruppe hat, die das bluffen mag. Also ich, wie gesagt, finde dieses Spiel einfach genial. Ich spiele es immer wieder sehr, sehr gerne. Wenn man den Preisfaktor rauslässt, gebe ich diesem Spiel ein Empfehlenswert. Christian. Ich finde das Spiel nett. Haben wir nett eigentlich auch auf den Würfel? Ich glaube, wenn er brennt. Also ordentlich ist nett. Nett ist der kleine Bruder. Nett ist eigentlich der kleine Bruder. Können auch Kinder zuhören. Von Code. Mist. Ja, also ich finde es nett. Ich habe wirklich ein Problem, das irgendwie einzuordnen. Es macht Spaß, es geht schnell. Es ist glückslastig. Es ist, wenn man die Leute am Tisch ein bisschen kennt, vielleicht ein bisschen mit Strategie verbunden, dass man die Leute ein bisschen einordnen kann, wie sie normalerweise spielen und agieren bei solchen Spielen. Aber trotzdem, und Hilke hat es gerade geschafft, 27 Bierdeckel mit einem Mal hochzustülpen. Michaela nicht ein, aber... Lass dich nicht ablenken. Nein, ich lasse mich ja auch hier nicht. Wir bringen das hier noch sauber zu Ende. Aber hallo, definitiv. Deshalb gibt es von mir normalerweise auch einen Empfehlenswert aufgrund des Preises, eine leichte Abstufung. Man kann es gerne mitnehmen. Es ist schnell, es ist gut, es ist schnell zu lernen, es macht Spaß. Eine Empfehlung von mir. Mhm. Das ist also nett, ist eine Empfehlung. Wow. In dem Fall jetzt ja. Mhm. Eine nette Empfehlung. Michaela, was bewertest du so? Von mir bekommt das Spiel auch einen Empfehlenswert. Großer Manko, wie schon angesprochen wurde, ist echt der Preis. Also 16 €, 32 Mark ist echt viel zu teuer für dieses Spiel. Das ist echt, da ist ja kaum Spielmaterial mit dabei. Das finde ich viel zu teuer. Es ist aber ein sehr kurzes Spiel, man kann es sehr schnell lernen. Die, ich sag mal, Erklärungszeit war jetzt bei uns hier 2-3 Minuten. Ich denke mal, die Anleitung ist wahrscheinlich zum Lesen. Das ist das erste Mal, aber auch nicht viel länger zu machen. Steht ja auf der Verpackung drauf, 15 bis 45 Minuten. Ich würde sagen, unsere beiden Spiele, die wir hier gemacht haben, haben jeweils vielleicht maximal eine Viertelstunde gedauert. Die waren recht schnell zu Ende. Kann ja auch mal nett sein, wenn man jetzt ein bisschen länger vielleicht dran sitzt. Bei uns ging es recht schnell vorbei. Es ist halt ein glückslastiges Spiel. Man kann vielleicht versuchen, ein bisschen zu taktieren, wenn man meint, man kennt seine Mitspieler ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, familientauglich, trinkfesttauglich. Naja, familientauglich mit diesen ganzen Totenköpfen da drauf. Ja. Naja, es da gibt kann ja auch schon Kinder mit verschrecken. Laut Packung ab 10 Jahre, da sollte man entsprechend gefestigt sein. Siehst du ja auch, was draus geworden ist. Also von daher ein Empfehlenswert von mir. Schließe ich mich voll und ganz an, auch von meiner Seite empfehlenswert. Wir haben es in vielen Gründen inzwischen gespielt schon und jedes Mal war es eigentlich ein Spiel, das man dann immer wieder mitbringen musste, also das auch durchaus Spaß allem Anschein nach den anderen gemacht hat, weil es eben auch so nett kurzweilig ist und auch Spaß macht, dann selbst nochmal eine zweite Partie ranzuhängen. So gesehen also für ein Spiel alles richtig gemacht. Preis, okay, haben wir besprochen. Und ansonsten, ja, Herrgott, also viel Spiel. Also trotzdem, für gewisse Messen am Spielspaß und wie oft wir das jetzt schon gespielt haben, war 16 € dann nicht zu viel, also wäre nicht viel zu viel gewesen. Dafür haben wir es doch schon sehr oft gespielt. Deswegen, das sollte man natürlich vielleicht auch noch mit bedenken. Ja, ich glaube, damit haben wir zu diesem Spiel so gut wie alles gesagt. Und mir fällt jetzt auch nichts mehr dazu ein. Hat noch jemand was er hierzu sagen möchte? Wir können unsere Hörer nochmal dahingehend grüßen. Wir haben wieder im Gästebuch Einträge gehabt. Sehr nette. Da können wir uns ja nochmal bedanken. Also zwei auch gleich, die ja sozusagen sich hier schon an unseren Tisch mit ranträumen. Also, ja, Gott, vielleicht stehen wir irgendwann mal zufällig vor der Tür. Drehen wir den Spieß um, meinst du? Genau. Weißt du, wovon ich immer noch mal träume? Na? Die hatten doch jetzt gerade wieder so einen jungen Nachwuchsmusiker, der im Internet, ich weiß nicht, wie häufig wurde es abgerufen? Justin Bieber? Nee, der danach. Ja, auch so 42 Millionen Mal. Vielleicht schaffen wir mal nicht das. Wir machen mal einen Aufruf. Wir möchten mal sowas schaffen wie 43 Mario Barth, der die ganzen Hallen voll kriegt. Das ist bei uns auch mal so. Du willst das Olympiastadion in Berlin füllen? Mit nein. Der Podcast? Mindestens. Cool. Wir können es ja mal versuchen. Dass also, unser Podcast wenn wir jetzt mal eine Million Mal abrufen wird. Können wir jetzt mal fünfstellige Klickzahlen haben? Das wäre auch schön. Da sind wir schon knapp davor. Also ja, haben wir doch schon dicke. Die Videos könnten noch ein bisschen anziehen. Ja. Siehst du, da hätten Sie jetzt nämlich wunderschön gesehen, wie nämlich hier mit den Bierdeckeln das Ganze dann funktioniert. Schalten Sie also am besten da nochmal ein. Schade richtig nicht. Genau. Dann sagen wir für heute, glaube ich. Darf ich noch etwas sagen? Nö. Nein. Das fiel mir vorhin ein, aber ich wurde ja so sehr abgelenkt. Auch keine Nein gesagt. Das ist mir aber egal, ob jemand Nein sagt. Was ich auch ein bisschen schade finde am Spielmaterial, es gibt ein paar Bierdeckel, wie zum Beispiel diesen hier, der mittlerweile schon leidet. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die irgendwann leicht markiert sind, weil das Spielmaterial nicht perfekt ist.
Also es blättert schon ein wenig von der Seite ab. Dein Mann hat vorhin gesagt, das ist so stabiles Spielmaterial. Vielleicht auch, weil man dann diesen Bierdeckelspielchen mitmacht. Das, dafür ist es ja nicht geeignet. Nee, und das ist natürlich schade, wenn sie nachher markiert sind und man schon weiß, okay, das ist genau diese Karte, die... Aber von der Seite sieht man es ja. Von der Seite sieht man es noch nicht. Das ist ja die Seite, die liegt. Genau, aber wenn sozusagen hier nach ein wenigen Spielen schon diese Spuren sind, ist die Frage, ob sie auch einmal auf der Rückseite auftauchen. Das war tatsächlich das normale Spiel, das war nicht die Bierdeckelspielchen. Okay. Nein, gut. Nein. Nee, wenn du das jetzt auf der Rückseite sehen wollen würdest, müsstest du ja ein Loch da drin haben in der Karte. Ja, aber es könnte auch sein, dass wenn man mehr damit spielt, dass es auch sich auf dieser Seite jetzt abbildet. Gut. Und wahrscheinlich. Wie dieser Streit ausgegangen ist, das hören Sie beim nächsten Mal beim Spielepodcast auf spielepodcast.de. Schlucken. Michaela, schlucken. Genau. Hier geht es artet aus. Ich sag mal, wir machen jetzt hier noch eine Partie. Und wer am besten läuft, ich sag mal tschüss. Und ich bin der Handy. Tschüss. Tschüss, Christian. Tschüss. Wollen wir noch? Ach ja, ciao.